Nice, die Hilfe kann ich gebrauchen. Ich bin nämlich noch zu schwach für den Boss. Here we go. Nein, du bist drauf. Danke für die Hilfe. Grill das Viech. Zusammen packen wir das schon. Ja, gut abgepasst. Ja, cool. Kleriker, hä? Oh, Sünderin. Oh, nein! Verreck nicht! Bitte nicht! Heil dich, ey, oder so. Oh. Komm, ich verteidige doch alles für dich. Nice. Nicht mal allzu viel. Komm, hier bin ich, hier bin ich. Oh, nicht mehr viel. Gott, gut geblockt. Oh, das misst mich ja nicht mehr viel. Konzentration. Wo ist das Viech? Jetzt dreht sie am Rad. Oh, oh. Das war's. Oh mein Gott, ey. Danke für die Hilfe. Große Seele umarmt. 33.000. Verlorene Sünderin-Seele. Oh, da muss man sich echt mal verbeugen. Da muss man sich echt verbeugen. Goddammit, dieses Mistviech. Und Sonnenlichtmedaille. Goddammit. Schmerzt aber, dass wir die 20.000 Seelen verloren haben. Oh, ja. Schmerzt extrem. Well, cool. Okay, gucken wir jetzt, was das Medaillon kann. Medaillon. Jong. Ring auf keinen Fall. Maschen, bla. Das müsste eigentlich hier sein. Medaillon. Das ist Talisman. Silberner Talisman. Medaillon sieht für mich aus wie ein Talisman. Auf jeden Fall ist es was Rundes. Ich glaube, das ist es. Ne, das Klosteramulett. Gehen wir erstmal alles durch. Aha. Da haben wir die Sünderin-Seele. Ich weiß nicht, was man damit machen kann. Deshalb behalte ich alles noch. Da ist das doch. Sonnenlichtmedaille. Opfermedaille für den Sonnenlichtaltar. Also sollten wir das noch aufbewahren. Wahnsinn, ey. Wer auch immer mir geholfen hat, großes Dankeschön. Das musste ich auf jeden Fall haben. Ich war, denke ich, noch ein bisschen zu schwach für die Sünderin. Okay, denk an die Kiste. Wo haben wir denn hier eine Kiste? Steht die hier rum oder haben wir die weiter? Ich kraste gerade alles ab. Ich habe einen furchtbar dunklen Bildschirm, sorry. Das ist echt mies gerade. Ich denke noch nicht mal wirklich, dass es an meinem Bildschirm liegt. Beim Weg zum Feuer, okay. Also gehen wir mal weiter. Ah, bitte nicht, ey. So, da ist das Feuer. Da ist die Kiste. Wer, da ist irgendwas drin, was mich tötet. Ich mach's einfach auf, ich vertraue euch. Nice.
Duftzweig. Oh ja, den brauchen wir. Wie ich letztens gehört habe, brauchen wir das Ding, um das Leuchtfeuer da oben fertig zu machen. Aber ich weiß nicht, ob ich das wirklich dafür verwenden soll. Schauen wir mal. Oh yeah. Leuchtfeuer entzündet. Wir gehen sofort upgraden. I don't give a fuck. Ein Urleuchtfeuer wurde erneut entzündet. Aha. Nice. Kleine Trophäe. Oh shit, was passiert denn jetzt? Ich habe keine Ahnung. Häftlingsländentuch. Wir kommen direkt nach Majula. Ich glaube, wir können nochmal dahin zurück. Da ging es aber auch nicht weiter. Der einzige Weg, den ich jetzt noch kennen würde, wo wir gehen können, auf jeden Fall das Nest. Ansonsten würde mir jetzt spontan nichts einfallen. Drendek-Schwert. Jo. Ja, ich hatte vor, den Duftzweig dort zu benutzen. An der versteinerten Statue. Werde ich wahrscheinlich auch machen. Wenn es eine andere Statue gibt, die wichtiger sein sollte, werde ich mir den Duftzweig natürlich aufheben. Ansonsten werde ich das Lagerfeuer dort entzünden. Weil ansonsten... Ich weiß nicht, war aber auch nur dieses eine Feuer. So, was können wir upgraden? Ich bin ganz stark für Konditionen im Moment. Ganz, ganz stark. Damit ich endlich mal zuschlagen kann, wenn ich verteidigt habe. Ich glaube, wir machen Kondition mal auf 20. Und ein Punkt... Oh, Belastung bringt mir jetzt auch nicht so viel. Vitalität ist, denke ich, nur CP. 25 Stärke ist schon ziemlich gut. Das könnten wir auf 30 hochballern. Nein, auf Vitalität. Fuck it. Wir brauchen Kondition. Wir brauchen Kondition. Ich bin damit zufrieden. Boom. Auch wenn das wirklich nach nichts aussah. Okay. Wir sind aufgestiegen. Rüstung und so kann ich sowieso noch nicht alles tragen. Ich bin aber momentan zufrieden. Einfach ein bisschen aufpassen. Okay, wo gehen wir jetzt hin? Gehen wir zu dem Nest? Ich glaube, ja. Was anderes würde mir spontan jetzt nicht einfallen. Was anderes habe ich ehrlich gesagt auch noch gar nicht gesehen. Da oben sind wir wieder zurück in die Höhle gekommen. Ich denke, wir werden da mal hingehen. Ja. Wenn ja irgendwie wieder zurückkommen zum letzten Leuchtfeuer. Also so schlimm ist es ja jetzt wohl nicht. Ich check mal, welche Leuchtfeuer ich überhaupt zur Verfügung habe. Ja, ich könnte... Gut, ich könnte auch wieder dahin zurückgehen, wo halt die Statue war. Das könnte ich machen. Das könnte ich auf jeden Fall machen. Das war nicht bei den Zwergen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo das war. Moment, das Urleuchtfeuer haben wir entzündet, aber... Wir können da nicht wieder zurückreisen. Ist aber auch nicht schlimm. Gut, dass wir das mitgenommen haben. Ich weiß gerade nicht. Ehrlich gesagt, will ich da gar nicht weitermachen. Das war ziemlich schwer, fand ich, mit den Zwergen. Das war ja nicht in der Nähe bei den Zwergen, das war ja woanders. Das müsste eigentlich in der verlorenen Festung gewesen sein, wenn ich die Dienstbotenquartiere da irgendwo wieder hochlaufe. Also wir können das machen oder halt da weiter. Ich gehe zu dem Nest. Ich will gucken, was da ist. Wir kommen am besten nochmal dahin. Ich weiß wie. Nicht im Dazwischen. Kardinalsturm. Ganz ehrlich, ins Loch will ich wirklich noch nicht gehen. Ich kann mir schon vorstellen, das Loch in Majula. Das könnte es auf jeden Fall sein, was du meinst, aber... Ich habe schon einiges von den Ratten gehört und die sind ehrlich gesagt ziemlich cool. Ich
glaube, in Dark Souls gibt es keine Ausrüstung mit Giftresistenz oder so. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Oh mein Gott, ich kann jemanden rufen. Nö. So, darunter kann man auch noch, aber das werde ich nicht überleben. Wenn wir mal zu dem Nest gehen. Ich werde die Viecher hier erstmal versuchen zu ownen, damit sie mir gleich nicht ewig hinterher rennen. Oh, gleich aggressiv werden hier, hä? Wow, der hat ja kaum Schaden gemacht. Okay, das wird jetzt abwechselnd gehen. Einmal schlägt er, einmal schlägt ich. Nö. Yeah! Na, zu den Zwergen werde ich später gehen. Hm? Zwerge machen mir zu sehr Aua im Moment. Mit den Bäumen können wir auch später noch was anfangen. Hier haben wir dieses wunderbare Nest, was uns irgendwo wegbringt. Keine Ahnung, wo, wie. Ich werde da vielleicht drauf gehen. Gucken. Einfach mal gucken. Wow, weg sind wir. Giftpfeile. Boah, die werden später wichtig werden für mich, finde ich. Denn, oder allgemeine Giftwaffe wird ziemlich nett. Giftschaden an Feinden. Wäre schon nett. So, wo kommen wir hin? Lass mich ran, verlorene Festung. Super, aber hier haben wir ein Leuchtfeuer, was nicht entzündet wurde, also hey. Okay. Hier sind wir also, okay. Das wusste ich gar nicht, dass wir hier hinkommen. Haben wir denn hier? Nicht hier. Da war einer ganz schlau. Hier komme ich, hier geht's nicht weiter, obwohl. Wer weiß. Wände öffnen wir mit X. Well. Jetzt, wo ich schon mal hier bin. Da ist irgendwas. Da ist der Typ. Da komme ich gar nicht hinter. Ah. Oh shit, nicht runterfallen, das wäre schlecht. Kommst du mir nicht hinterher, oder? Nö. Ah, hier sind Blutflecke. Schleich, Schleich, oh mein Gott. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich hier in dem Bereich schon war. Ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht. Ein schimmernder Lebensstern, eine große Titanitscherbe. Die kann ich ehrlich gesagt verwenden, um das Schwert abzugraden. War das nicht eine große Titanitscherbe? Ich meine ja. Oh mein Gott, ich habe das Gefühl, ich falle gleich runter. Getrefft! Was sind da unten für ein Vieh? Nur Köter. Das müsste ich runterkicken können. Problem ist, die kommen natürlich jetzt nicht mehr raus. Versucht, Gegenstand, kurz gesagt, Geschoss. Ja, hätten wir vielleicht verwenden können, wenn ich noch da oben gestanden hätte. Explodiert hundertprozentig. Oder auch nicht. Damit geht ja gar nichts. Ich will aber nicht draufballern. Aha. Interesting. Viecher! Da ist noch ein Viech.
Oh, du bist das nur.